Ein wunderschönes Hallo und willkommen beim Goldspiel für die Xbox 360 in der ersten Hälfte vom März, vom 1. bis zum 15. Heute ist leider schon der 15., weil meine Erstaufnahme von diesem Goldspiel hat sich leider in Rauch aufgelöst, weil ab der Mitte bei der Aufnahme hat sich das Gameplay-Sound verschoben, warum auch immer. Deswegen muss ich das nochmal machen. Und das Goldspiel ist Tomb Raider, ein wirklich geniales Spiel, wie ich finde. Also wer es noch nicht hat, runterladen. Und wir spielen es jetzt erneut. Ich hatte es schon gespielt, aber die Aufnahme ist futsch gegangen. Wir machen es auf leicht und schauen uns das jetzt an. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. So, da hängen wir jetzt und wir müssen schwingen. Die gute Lara Croft ist, ja, gekentert mit ihren Dampfer, sag ich mal, auf einer rätselhaften Insel. Und ja, sie wurde gefangen genommen, verschnürt und, ja, keine Ahnung was noch. Aber dann schwingen wir erstmal. Hilfe! Und sie schreit. Jonah! Reyes! Hilfe! Hilfe! Stoßen wir den Leichensack an. Ich muss runter. Ah, das Blöde ist, ich hab's schon gespielt und ich weiß, was kommt. Was könnte
Die Aufnahme hat nicht funktioniert. Oder Scheiße. Kann mal passieren, darf aber nicht. Das Spiel hat sogar einen Multiplayer, wie ich gesehen habe, aber ich finde, so ein Spiel braucht keinen Multiplayer. Da reicht diese geile Story, was ich wirklich sehr geil finde. Und ich werde es mir nochmal für die One holen, das Spiel. Das ist widerlich. Oh, wenn ich schon gesehen habe, aber ich kann es nicht sehen. So widerlich. Rammt die sie erstmal diese Metallstange rein und dann ist sie vielleicht noch verrostet. Jetzt blutet sie wieder. Wieder einmal. Oh, das ist so widerlich. Komm schnell aus der Höhle, meine Gute. Du sollst doch nicht stolpern. Oh, guck mal, Feuer. Oh Gott, ja, Feuer. Nein, nein. Ein Erzengel. Was ist das hier? Ach, was das hier unten sein soll, ich verstehe es nicht. Kultistenkram. Was ist bloß passiert? Eine Sekte. Jetzt habe ich Mr. Fackel. So. Versuche ich mal hier durchzukommen, ohne zu berühren. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir das abfackeln. Ich bleib natürlich stehen und... Ich... Aua. Okay. Lara Croft ist feuerfest. Eine feuerfeste Haut. Du musst mich gehört haben. Oh, verdammt. Okay. Ja, hier mussten wir das Feuer nochmal entzünden. Ich werde ungefähr... ich höre Geräusche. Also ich werde bis zu die Stelle spielen, wo ich auch in meiner ersten Aufnahme gespielt habe. Da werde ich natürlich ein bisschen schneller hinkommen, weil ich schon kenne. Aber egal. Gleich mach's Boom. Bummi. Oh. Oh. Wie gesagt, Boom. Aber das Spiel ist echt, echt gut. Also an den konnte ich mir gar nicht mehr erinnern. Ja, ich mach doch. Ich mach doch. Komm zurück. Ich will dich nur anfassen. Komm schon. Ja, ich will da nur helfen. Er fickt dich. Komm zurück. Nein. So, wenn es bei der Aufnahme wieder verschoben ist, der Gameplay-Sound ab der Mitte, dann liegt es am Spiel oder ich habe keine Ahnung. Dann werde ich das so rausbringen. Es ist nur bei Tomb Raider hier passiert. Rayman Legend von The One von Goldspiel, da war es nicht verschoben. Dann habe ich auch noch Destiny aufgenommen, da war es auch nicht verschoben. Nur bei der guten hier. Und ich habe es zigmal bearbeitet. Nein, der Sound ist verschoben, bla bla bla. So, jetzt kommen wir im nächsten Bereich, wo meine Fackel wieder aus ist. Und ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss schnell hier raus. Ja. Die Gute blutet, Lemni. Mehr Feuer. Mehr Feuer. Ich weiß, was ich machen muss. Was ist das denn für ein Ding? Erstmal müssen wir die Dinger anzünden. Dass dieses. Ja, was soll das sein? Hochkommt. So. So, wir dürfen jetzt da noch nicht ran. Das habe ich beim ersten Mal, da bin ich an diesen Ding rangegangen und habe 10.000 Mal dran gewackelt. Aber wir müssen erst diese Kisten darin packen. Müssen wir hier wieder raus? Hochlaufen. Und diese Dinger, die da drin sind, müssen wir anzünden. Ja, genau so. Und dann müssen wir erst diesen Bodycheck geben. Das habe ich beim letzten Mal zigmal gemacht, ohne das Zeug da drin zu haben. Wieder eine Explosion. In einer Höhle eine Explosion zu machen, ist wirklich sehr... kreativ.
Los, clever, lauf! Sprinte! Auch wenn du blutest, so. Das ist gut. Immer dem Licht entgegen. Eigentlich sollte man das ja nicht machen. Hey, ich habe immer noch meine Fackel. Fackel! Hatte ich beim letzten Mal eigentlich meine Fackel noch? Ich weiß es gar nicht. Ach, jetzt kommt die Stelle. Ab hier war der Ton verschoben. Das war richtig komisch. La la la. Ja, zum Beispiel hier bin ich letztens irgendwie, warum auch immer, gestorben. Ab! Ab! Ich mach doch! Ah, es hat geklappt. Der Wichser wurde zerquetscht. Ich diesmal nicht. Und die Wände kommen näher. Das ist toll. Komm, Lauer! Ah, jetzt haut mir Mr. Fackel ab. Das ist ja scheiße, wenn er jetzt... Oh! Ach ja, wir müssen ja klettern! Klappt eigentlich ganz gut, wenn man es schon weiß. Und ich hab... Ich bin ja letztens in der ersten Aufnahme ein paar Mal gestorben, weil ich vieles nicht kannte. Das fällt natürlich jetzt weg. Was ich schade finde. Ich hätte ganz gerne die erste Aufnahme gebracht. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Jetzt sind wir draußen. Wie die Arme aussieht, Alter. Hammer. Aber die Insel ist schon krass. Flugzeuge, Schiffe, überall, alles kaputt. Da sind Aliens am Werk. Oh, ich bin doppelt so schnell wie beim letzten Mal. Da, der Name des Spiels. Einfach so eingeblendet am Himmel. Man kriegt sogar EP. Ich habe keine Ahnung, wofür die EP da ist. Da kann ich ja mal gucken. Ich drücke Start. Da ist nichts. Ich drücke Back. Back sagt mir 2% abgeschlossen. Okay, hier ist... Ah, das ist die Insel. Okay. Ah, hier sind... Kann man nicht auf die noch sagen. Kreativ, Upgrades, Ausrüstung, Relikte, Kram und Dokumente. Sehr cool. Also ich hol's mir auf jeden Fall für die One nochmal. Also das Goldspiel hat mir überzeugt. Ich find's Hammer. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich an einem Herz. Da ist jemand online. Das war bei der ersten Aufnahme nicht. Wie kann man so früh online sein? Ich bin extra früh aufgestanden. Ach, jetzt kommt der Baum wieder. Okay. Der Baum. Ganz langsam, ganz langsam. Ganz langsam. Langsam. Boom. Ah, man fühlt jedes Mal mit, egal wie oft man das macht. Dieser Drecksbaum. Ich gucke eigentlich nur auf den Baum. Jetzt gucke ich mal runter. Das ist widerlich. Schnell rüber. Okay. Lara hat es fast geschafft. Ah, sie blutet immer noch. Sehr, sehr mies. Oh, ein Wasserfall. Spring um dein Leben. Wie kann man mit so viel Verletzung so klettern? Könnte ich gar nicht. Ja, die ist halt eine Mega-Frau. Guck mal, ein Bomber von der Amis. Glaube ich, dass das ein Bomber ist. Hier bin ich bei der ersten Aufnahme. Einfach geradeaus runter, ich sprung. Total geil. Aber wir müssen da lang. So. Klettern, 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 klettern. Komm, Lara. Das Spiel ist der Hammer. Weiter. Ja. Ich bin mir da im Klaren.
So. Ja, natürlich. Schlägt mich fast dieses Ding. Es hängt. Aber noch nur der Flügel ist abgebrochen. Gut, dass man hier nicht aus Versehen runterfallen kann. So, jetzt bin ich fast an der Stelle, wo ich aufgehört hatte. Ja. Sepp? Oh, guck mal, da Proviant und so. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Gerät gefunden. Oh, ich wollte gerade sagen, ich fall runter. Alter, wie sie den Überschlag gemacht hat. Das habe ich zwar schon mal gesehen, aber Alter, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Krass. Also von der Atmosphäre und, oh, ich weiß nicht, das Spiel ist wirklich grandios. Grandios. Mal gucken, ob die das Regen hier, das Abwasser an mir abprallt. Ne. Leider nicht. Ne, es fließt einfach durch meinen Kopf. Es war bei Gears of War damals anders. So. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um!
Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. So Leute, das war Tomb Raider, Lara Croft. Im März am Anfang vom 1. bis zum 15. Für alle Goldmitglieder. Und ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Habe ich jetzt leider wieder spät gebracht, dieses Video. Heute ist nämlich der 15. schon. Die erste Aufnahme war von mir kaputt. Deswegen konnte ich es nicht früher bringen. Und ja, holt's euch. Es ist wirklich Bombe. Ich hol's mir nochmal für die One und spiel's da nochmal ordentlich durch. 360 lasse ich dann liegen. Ja, Leute, dann sehen wir uns beim zweiten Goldspiel für die Xbox 360 in diesem Monat. So, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.